zurück bei der Sonntagsfolge von Resident Evil 7. Ne? Ich habe ja versprochen, wir spielen 3 Folgen Resident Evil 7 und dann kommen noch mal 2 Folgen Bioshock, das Ende von Bioshock. Warum mache ich das so? Einfach, weil ich versprochen habe, Resident Evil 7 kommt diese Woche noch. Und von daher habe ich mich einfach entschlossen, das Bioshock-Ende zu verschieben. Es haben eh nicht viele Leute geguckt. Und die Leute, die es geguckt haben, die werden es mir verzeihen, dass sie auf das Ende jetzt einfach mal 3 Tage warten müssen. So, also, in der letzten Folge haben wir uns überlegt, gehen wir geradeaus oder gehen wir hoch? Rein taktisch gesehen, da wir natürlich nicht wollen, dass irgendetwas Böses uns in den Rücken fällt, habe ich mich dazu entschieden, zuerst nach oben zu gehen, weil ich vermute, dass wenn das dann einmal gesichert ist, von da kann auch keiner mehr nachkommen. Wir wissen ja, dass da die Eingangstür ist. Das heißt, da wird auf jeden Fall die Möglichkeit bestehen, dass einer nachkommt. Wenn wir aber das hier oben gesichert haben, können wir uns schon mal sicher sein, dass von da keiner nachkommen kann. Also gehen wir erst nach oben. Okay, ist nur ein Raum komischerweise, weil die untere Etage ist deutlich größer. Was schon mal ein Hinweis darauf ist, dass es hier versteckte Räume gibt. Okay, den Knopf Stairs, der blinkt hier so freundlich rot. Aber ich habe keine Lust, da ich das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin, diesen Knopf jetzt zu benutzen. Okay, Speicherrekorder. Okay, haben Sie die Schreibmaschine mit einem Kassettenrekorder ersetzt? Offensichtlich. Schön, schön, schön. Finde ich eine gute Idee. Aus alt mach neu. Wobei nicht ganz neu, ne? Ist ja trotzdem noch alt. Okay, hier haben wir alles durchsucht. Gehen wir mal weiter. Also das Programm hat ein bisschen Probleme mit den Lichteffekten. Passt mal auf, hier unten vor dem Schrank. Seht ihr, wie es flimmert? Also ein paar Stellen sind mir schon aufgefallen, wo so kleine Grafikbugs drin sind. Wo er Probleme hat, das Licht ordentlich zu berechnen. Also da ist offensichtlich, sind da Fehler gemacht worden. Wo gehen wir zuerst? Schwierig. Also hier ist offensichtlich definitiv jemand, weil der Fernseher ist noch an. Wollen wir mal, weil der Raum war ja leer, mal sichern, die Tür ist zu. Das heißt, es geht nur hier lang. Der Raum ist leer. Das könnte unsere Freundin Mia sein. Die, muss man einfach sagen, für das sie nicht besonders hübsch ist, würden wir uns, wundert es uns ein bisschen, dass wir ihr das Leben für sie riskieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber naja, sie scheint einen guten Buddy zu haben. Okay, das ist offensichtlich, hat das jemand Drittes fotografiert, wie jemand Erstes, also Zweites, auf Mia starrt, die offensichtlich auf dem Bett gefesselt ist. Eigentlich jetzt spätestens würde jeder vernünftige Mensch zurückgehen und die Polizei rufen. Naja, aber wir sind ja Spieler. Spieler machen sowas nicht, die sind nicht vernünftig. Hier fehlt offensichtlich eine Sicherung. Da steht auch Stairs. Das heißt, oben auf den rot blinkenden Schalter stand auch Stairs. Das heißt, dieser Schalter, den wir oben haben, kann man also erst benutzen, wenn die Sicherung eingesetzt ist. Wir müssen also die Sicherung finden. Piano benutzen, das macht nur Lärm. Aber hier ist ja eh keiner. Also von daher... Das war sowas von klar, ne? Also entweder hätten wir die Tasten gemacht und es hätte irgendeine geisterhafte Melodie gespielt worden oder das. Ein Videorekorder. Wir haben ja das Videotape gefunden. Das wollen wir wahrscheinlich hier abspielen. Das ist eindeutig eine Zelle. Na gut, die Treppe zum Keller ist versperrt. Vielleicht finden wir Möglichkeiten, die aufzubrechen. Das sind wohl die Eigentümer. 2 Kinder und Eltern. Okay. Dann wollen wir mal das Videoband abspielen. Gucken, was da jetzt passiert.
Sag mal, Boo. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Naja, wegen der Authentizität macht es auch Sinn. Also wir müssen uns tatsächlich hier selber steuern. Also es ist nicht einfach nur ein Video, was abläuft. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen Plan. Der Sendung, okay? Genauso wie immer. Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Sehr professionell, die beiden. Besonders er. Der behauptet, er wäre professionell. Das ist offensichtlich das gleiche Haus. Warum schaukelt die Schaukel von allein? Laufen wir? Okay, los geht's. Warte. Ja, das Licht brennt hier auch. Die Tür ist abgeschlossen. Also, das sind offensichtlich welche, die verschollene oder alleinstehende Häuser durchforschen und da Videos daraus machen, so Lost Places-Typen. Diesmal in der Hölle. Probst du auch mal? Aber mal ganz ehrlich, die Tür war abgeschlossen. Wäre die Tür abgeschlossen, wenn hier keiner wäre und der Strom läuft? Würde der Strom laufen, wenn hier keiner wäre? Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Ja, immerhin die Vertreter des Chefmoderators. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Vermisste Familie. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Der Topf steht offensichtlich schon seit den Filmen. Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Seit den Dreharbeiten hier. Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Andre? Krähe ist offensichtlich nicht hier drin. Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Kühlschrank sieht genauso aus. Offensichtlich ist einer weg. Heißt doch, was denn bei You gesichtet? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Die Sicherung fehlt aber da offensichtlich auch, weil ein Kameramann wie du, Clancy? Das rote Licht blinkt immer noch. Also fehlte hier auch die Sicherung. Kellertür ist hier auch. Mal gucken. Verrammelt, ja. Also auch hier kein Unterschied. Keine Ahnung, was das war. Ich habe irgendein Geräusch gehört. Ich muss zugeben, Leute, ich habe nur ein Ohr bedeckt mit dem Kopfhörer. Das andere liegt hinterm Ohr, der andere Hörer. Damit ich meine eigene Stimme gut höre, weil sonst fange ich an, höher zu sprechen. Witzigerweise, wenn ich mich selber nicht gut höre. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ein Ohr immer offen zu lassen beim Aufnehmen. Das Foto ist aber nicht da. Okay, das Foto von mir ist nicht da. Na, die Sicherung ist genauso raus. Der Fernseher ist allerdings auch aus und es gibt keinen Videorekorder. Das ist ein Schalter. Den haben wir aber nicht angezeigt bekommen. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Wie wär's, wenn wir sofort gehen? Mal ganz ehrlich. Okay, das Sakko fällt hinten ein bisschen komisch. Mal ehrlich, da holt man doch die Polizei, oder? Ich verstehe solche Menschen nicht. Ist das eine amerikanische du zuerst. Einstellung einfach, ne? Dass man immer
sowas auf die eigene Faust macht. Was ist aber, du? Aber lang. Was ist? Dann komm runter. Komm runter. Ich warte. Okay, offensichtlich soll ich mich hier noch was umgucken. Oh, da ist doch unser Kollege, oder? Der Weg geht hier auch nach links, aber... Okay. Das sieht nicht gut aus. Und da kommt auch sein Mörder. What the fuck? Also ich bin gerade ein bisschen froh, dass das Bild ausgeblendet worden ist. Scheiße. Mann. Okay, wir können davon ausgehen, dass die drei, also alle drei tot sind. Die hat der Mann, den wir eigentlich hier verfolgen, quasi umgebracht. Und da sollten wir doch intelligenterweise jetzt nach Hause gehen. Aber wir sind ja Spieler. Also da war das Ding, was wir nicht sehen konnten, was uns nicht angezeigt wurde. Ich glaube, das gibt es nicht öfters. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf, dauernd Sachen zu suchen, die nicht angezeigt werden. Okay, hier sieht noch alles genauso aus wie in dem Video. Ich glaube, vielleicht ein bisschen Müll mehr. Ist das intelligent, da runter zu gehen ohne Verstärkung, ohne Waffe, nur bewaffnet. Scheiße. Also mit dem Filmteam scheint doch etwas länger her zu sein, weil offensichtlich die Leiter inzwischen morscher geworden ist, als sie vorher war. Scheiße. Oder ich bin einfach zu schwer. Naja, gut, in real life, ne, würde das sogar stimmen. Aber dafür scheint hier jetzt das Licht an zu sein, weil hier war ja die Stelle der Mord. Dass hier daneben noch eine Tür war, das haben wir überhaupt nicht in dem Video gesehen. Ne? Muss ich mir selber nochmal angucken, wie die Stelle aussah im Video. Das sah doch alles dunkel aus. Na, sehr schön. Wir müssen durch das Wasser. Da freuen wir uns doch richtig. Na, zumindest ist das Licht an. Okay, was war das? Das war so, was reintropft. Okay. War das eben, dass man blubbert? Das war so, als ob einer hier tauchen würde. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle gerade so dieses Anspannungskribbeln. Oh Gott, scheiße. Wir haben einen vom Filmteam, glaube ich, gerade gefunden. Und der kam doch aus dem Wasser raus, ne? Also ich glaube nicht, dass die Maden so an ihm rumknabbern würden, ne? Wenn er wirklich hier unter Wasser in Real Life wäre. Aber Leute, an der Stelle ganz deutlich nochmal der Hinweis. Alle, die nicht 18 sind, bitte jetzt ausmachen. Es gibt noch mehr von diesen Szenen. Dieses Spiel ist nichts für euch. Macht das Teil aus. Ihr kriegt nur Albträume. Okay. Bilder von vermissten Personen. Jede Menge Bilder von vermissten Personen. Ich habe das dumme Gefühl, ich weiß, wo die Leute sind. Ich hoffe nicht alle, dass sie alle mit dem Wasser drin waren. Okay, hier ist eine Zelle. Die scheint aber leer zu sein. Also nicht unsere Frau, Freunde. Was war das? Was mich beunruhigt, ist, dass hier überall das Licht an ist. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Okay. Also, Mama, Papa, ne? Und ein Mädchen und ein Junge waren auf dem Bild eben im Wohnzimmer nicht zwei Jungs? War das eine Mädchen?
Hat man nicht wirklich als Mädchen erkannt, wenn es ein Mädchen war. Offensichtlich leben diese Leute aber immer noch. Oder zumindest zwei davon. Sonst wäre ja dieses Foto nicht entstanden. I'm sorry, Daddy. I will bad anymore. I'm sorry, Daddy. I will not be bad anymore. Okay. Dann ist halt im Kreis geschrieben und dann dieses gekriegelte, das aus bisschen aussieht wie ein Auge. Okay. Bisschen psychisch krank, ne? Okay, Spritzen. Das ist definitiv nicht alt. Mia? Oh ja, das scheint wirklich unsere Freundin zu sein, die da liegt. Freundin Frau. Wir wissen es ja nicht. Aber wir brauchen etwas, um die Kette zu öffnen. So kriegen wir sie hier nicht raus. Mal gucken, weiter umgucken. Hier irgendwo was liegt, womit man das öffnen kann. Ah, ein Bolzenschneider. Noch mehr. Das sind aber die gleichen, glaube ich. Okay, gucken wir mal hier. Ben, Harold, Arthur, Tamara. Okay, jede Menge Namen. Aber einige sind als tot und die anderen als verwandelt bezeichnet. Als turned oder verändert oder, ne? Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Mia ist noch... Mia ist ja unsere Freundin. Mia ist noch leer. Also sie ist weder noch tot noch verwandelt. Okay. Ich weiß nicht, ob es sinnig ist, Mia da rauszuholen. Wir wissen nicht. Vielleicht ist es gar nicht mehr unsere Mia. Vielleicht ist sie verwandelt. Gucken wir mal weiter um, ob wir hier noch weitere... Oh Gott. Hinweise finden. Oh Gott. Also alle ab 18 bitte. Alle unter 18 bitte hier nochmals die Aufforderung ausmachen. Das ist kein Spiel für euch. Also sowas... Ne, wird ja auch in anderen Spielen dargestellt, aber ist so ekelhaft realistisch hier. Keine Ahnung, was hier gemacht worden ist. Ob hier Kinder geboren worden sind, das könnte ja sein. Vielleicht haben sie mir als Gebärmaschine missbraucht. Sowas gibt es ja auch. Oder ob hier Menschen umgebracht und zerteilt worden sind. Und das sind die Säcke, wo die... Leichenreste sind. Ich will gar nicht wirklich das hier ausahnen lassen, ehrlich gesagt. Okay, hier ist eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Also, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, Mia freizulassen, obwohl ich das dumme Gefühl habt, dass das eine dumme Idee ist. Weil wir wissen ja nicht, was mit diesem Turn gemeint ist. Diesem verwandelt, diesem verändert. So, wie eine Gummizelle ausgekleidet. Gleich auch zum Schallschutz. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Scheint mir ein bisschen zugedröhnt sein. Was meinst du? Also das Foto passt nicht ganz, ne? Von nein, nein, hab ich nicht. Von den Formen her, zu dem, was wir jetzt gerade sehen. Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Okay, also der Vater der Familie lebt auf jeden Fall schon mal. Was ist mit den beiden Kindern und der Ehefrau? Leben die auch noch? Wo führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, was hier los ist. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Tja, fuck.
Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ja, gut, eine gewisse Attraktivität kann man ihr jetzt nicht ab schwören, aber... Merkwürdig, ne? Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ja, den Weg sind wir ja eben auch gegangen. Der ging ja nicht weiter. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Hier war eben noch ein Brett. Ja gut, ein zauberhaft verschwundenes Brett. Nee, jetzt steht das Brett hier in der Ecke. Das ist das Brett, was eben noch davor stand. Das ist nicht gut. Dort ist es. Wir laufen hier in eine Falle. Aber es ist der einzigste Weg raus. Was sollen wir machen? Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Okay. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Schreit die Wand da an. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Wir werden eine Familie sein, jetzt, wo du da bist. Ich glaube, die ist selber ein bisschen mit Ratsch am Kappes und so. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Ganz schlechte Idee. Jemanden allein zu lassen. Das kennen wir ja aus den ganzen Horrorfilmen. Ist ja immer eine ganz schlechte Idee. Die Wand sieht aber definitiv massiv aus. Und auch wenn ich mich bücke. Da liegt was. E001. Okay. Das ist aber komisch. Aha. Das scheint irgendwie die Großmutter zu sein oder so. Warum steht da E001 drauf? Komisch, wie ein Code. Sollten wir uns einfach mal im Hinterkopf behalten. Sieht ein bisschen aus. Okay, die Wand war offensichtlich dann doch nicht massiv. Da stand aber noch was auf dem Regal. Das schauen wir uns erstmal an. Noch eine Puppe. Tja. Wo ist das Mädchen der Familie? Also lebt die vielleicht auch noch? Aber die muss doch... Mia ist ja schon 3 Jahre hier. Die muss doch selber auch schon erwachsen sein, ne? Okay, das scheint der Heizungskeller zu sein. Okay. Warum geht die Tür hier von alleine auf? Das wird nichts bringen. Das kennen wir ja schon. So, Karte des Hauses. Sehr gut. Da ist also abgeschlossen. Okay. Der einzigste Weg könnte durchs Badezimmer führen. Aber natürlich sind wir nicht bekloppt, sondern wir probieren das natürlich mal aus. Ein bisschen komisch ist, sehe ich hier gerade,
dass hier keine Tür eingezeichnet ist im Plan. Von den Gebäuden umrissen, da aber ein Raum sein müsste. Nur wenn da normalerweise eine zugeschlossene Tür ist, wie hier, wird die generell bei Resident Evil rot angezeigt. Hier ist keine rote Tür. Merkwürdig. Dass sie nicht eingezeichnet ist. Okay, die scheint abgeschlossen zu sein. Wir versuchen es aber trotzdem mal. Ja, ist abgeschlossen. Also der einzigste Weg raus führt durchs Badezimmer. Ja, Toilette scheint ab und zu mal benutzt worden zu sein. Die ist nicht komplett schmutzig. Gut, die Fenster ist vernagelt. Aber vielleicht... Hier ist auch kein Benutzen. Zeichen. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie den Bolzenschneider hier benutzen oder irgendwie das aufzuheben oder so. Die Badewanne ist nicht so dreckig, ne? Die scheint also schon benutzt worden zu sein. Oh, erste Hilfe. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet immer, es kommt ein Kampf auf uns zu. Das nochmal, erste Hilfe. Okay, wo kommt das her? Jetzt muss ich doch mal den zweiten Ohr zu machen. Hinter der abgesperrten Tür. Es kommt auf jeden Fall von links. Okay. Die einzige Tür, die noch bleibt, ist die hier. Und ich weiß nicht, ob ich die öffnen will. Ich glaube, die öffnen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Ehrlich. Das ist ja der einzige Weg, der uns noch bleibt hier. Und ich habe das Gefühl... Da bekommen wir nichts Positives. Also von daher, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge von Resident Evil 7. Bis morgen. Tschüss.